Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie eine neue Möglichkeit, Windows 10 auf Windows 11 auf nicht unterstützte Hardware schnell zu aktualisieren. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Wie Sie wissen, können Sie von lizenzierten Windows 10 auf Windows 11 kostenlos aktualisieren. Aber was tun, wenn Ihr Computer nicht auf Windows 11 aktualisieren kann? Ihre PC-Hardware unterstützt dieses Betriebssystem nicht. Im folgenden Video sehen wir uns an, wie man auf einen nicht unterstützten Computer ein Upgrade auf Windows 11 durchführt und ob es sich lohnt. Mit dieser Methode können Sie ganz einfach auf Windows 11 H2 aktualisieren, aber das Upgrade muss manuell durchgeführt werden. Microsoft weist darauf hin, dass die Installation von Windows 11 auf einem Gerät, das die Mindestsystemanforderungen von Windows 11 nicht erfüllt, nicht empfohlen wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Windows 11 auf Hardware zu installieren, die Sie Anforderungen nicht erfüllt, müssen Sie das Risiko von Kompatibilitätsproblemen berücksichtigen. Diese Kompatibilitätsprobleme oder andere Probleme können zu Fehlfunktionen Ihres Geräts führen. Für Geräte, die diese Systemanforderungen nicht erfüllen, ist der Erhalt von Updates, insbesondere von Sicherheitsupdates, nicht mehr gewährleistet. Wenn Sie Windows 11 auf einem Gerät installieren, das die Mindestanforderungen nicht erfüllt, gelten bestimmte Haftungsausschlüsse. Ihr Computer erhält möglicherweise keinen Support und keine Updates mehr. Die Herstellungsgarantie deckt keine Schäden am Computer aufgrund von Kompatibilitätsproblemen ab. Während es früher ein TPMI-Modul war, das die Installation des Betriebssystems auf einem älteren PC verhinderte, sind jetzt nicht unterstützte Prozessoren hinzugekommen. Die strengen Kompatibilitätsprüfungen von Windows 11 sind die restwichtigsten, was die Anforderungen an den Prozessor angeht, und ältere Hardware wird sie wahrscheinlich nicht bestehen. Eine Liste der unterstützten Prozessoren finden Sie auf der offiziellen Website. Wie Sie sehen können, beginnen die unterstützten Prozessoren mit 10. Serie. Dies bedeutet, dass die meisten Computer, die älter als 5 Jahre sind, Windows 11 nicht unterstützen. Sehen wir uns also an, wie Sie Ihr System in einem solchen Fall aktualisieren können. Für diese Methode benötigen Sie keine Anwendungen oder Skripte von Drittanbietern. Sie ist also eine gute Option für alle, die inoffiziellen Tools oder modifizierten Systembildern nicht trauen. Zunächst müssen Sie das Windows 11 Image von der offiziellen Website herunterladen. In der Suche geben wir Download Windows 11 ein. Und folgen dem ersten Link, Download Windows 11 Microsoft.com. Scrollen Sie dann nach unten zum Abschnitt Download Windows 11 Image, wie so. Wählen Sie hier Windows 11 aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Download. Als nächstes müssen Sie die Sprache auswählen und auf die Schaltfläche Bestätigen klicken. Im nächsten Schritt klicken Sie auf die Schaltfläche 64-Bit Download. Damit wird der Download des ISO Image von Windows 11 H2 gestartet. Für das Herunterladen benötigen Sie etwa 7 GB freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte. Sie können das Image auch mit der Anwendung Media Creation Tool herunterladen. Sie können auch ein bootfähiges Windows 11 H2 Flash-Laufwerk verwenden.
Mounten Sie das per untergeladene Image oder schließen Sie den notwendigen USB-Stick an. Sie sollten den eingelegten Datenträger in Explorer sehen, merken Sie sich seinen Buchstaben. Alternativ dazu können Sie den Inhalt des Datenträgers in einem separaten Ordner auf Ihrem Computer kopieren. Kopieren Sie beispielsweise den Inhalt des Systemanträgers in einen Ordner mit dem Namen Windows 11. Wenn Sie das Kopieren der Dateien abgeschlossen haben, führen Sie eine eingebaute Forderung als Administrator aus. Führen Sie dann den Befehl zum Starten von Setup.exe aus. Wenn es sich um einen gemounteten Datenträger handelt, sieht der Befehl wie folgt aus. Den Laufwerkbuchstaben, den Namen der Installationsdatei und die Version des Betriebssystems. Wenn Sie den Inhalt des Abbilds in einen separaten Ordner kopiert haben, müssen Sie diesen Pfad zu den Befehl hinzufügen. Wie Sie feststellen werden, steht am Ende des Befehls die Serverversion des Betriebssystems Server. Dies dient dazu, den Installationsprozess zu starten, ohne das TPM oder den entsprechenden Prozessor zu überprüfen. Dieser Befehl kann die Version Ihres Systems nicht ändern. Er lässt das Installationsprogramm nur glauben, dass Sie versuchen, die Serverversionen zu installieren. Die Installation wird mit der Edition SKU vorgesetzt, die Ihrer Kopie von Windows 10 entspricht. Anschließend müssen Sie nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um den Vorgang abzuschließen. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, speichern Sie Dateien und Anwendungen und so weiter. Anschließend erhalten Sie Windows 11 Version 2.3H2, das auf Nicht-Unterstützer-Hardware mit all Ihren Dateien und Anwendungen läuft. Vorausgesetzt, Sie haben sich bei der Ersteinrichtung dafür entschieden, Ihre Daten zu speichern. Um die Systemversion zu überprüfen, klicken Sie auf Start, Einstellungen, System, über System. Wie Sie sehen können, hat das System ein Upgrade auf Windows 11 Version 2.3H2 durchgeführt. Wenn Sie nach dem Upgrade auf Windows 11 Probleme mit Ihrem PC haben, ist es immer noch möglich, zu Windows 10 zurückzukehren. Öffnen Sie dazu Start, Einstellungen, System, Wiederherstellung, zurück. Diese Option steht nur 10 Tage nach dem Upgrade zur Verfügung. Danach werden die für diese Funktion benötigten Dateien gelöscht, um Speicherplatz auf dem Datenträger Ihres Geräts freizugeben. Wenn Sie während des Installationsprozesses wichtige Daten verloren haben, helfen Ihnen die Datenwiederherstellungssoftware Hetman Partition Recovery bei der Wiederherstellung verlorener Dateien. Weitere Möglichkeiten, Windows 11 auf einem nicht unterstützten Computer zu installieren, finden Sie in unserem anderen Videolink, den ich in der Beschreibung hinterlasse. Bis jetzt haben wir den schnellsten Weg zum Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 auf einem nicht unterstützten Computer gesehen. Für diese Methode benötigen Sie keine Dienstprogramme oder Skripte von Drittanbietern, was den Prozess sehr viel einfacher macht. Sie sollten jedoch bedenken, dass Betriebssystem im Laufe der Zeit möglicherweise keine Updates mehr für nicht unterstützte Hardware herausgibt und es zu Problemen mit dem System kommen kann. Dies wiederum kann dazu führen, dass Sie den Zugriff auf wichtige Dateien verlieren. Wie bereits erwähnt, lehnt Microsoft jede Haftung ab, wenn Sie das System auf einem nicht unterstützten Computer aktualisieren.
Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorene Zeit wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.